eiskalte Freude. Oder tummeln sich hier böse Keime? Am Basler Rheinufer bieten im Sommer kleine Bars erfrischende Getränke an. Die Anforderungen an Eis sind in der Gastronomie streng. Zu Recht, sagt Hermes Bürre von der Kleinbasler Rieschänzli-Büvette. Wenn der Hai etwas falsch macht mit dem Eis, dann ist er selber schuld. Und bei uns sind wir dann halt schuld. Und das wäre eine unangenehme Situation. Er nimmt regelmäßig Eisproben in Restaurants. Ralf Seifert vom Labor Biolytics findet oft Keime, die auf einen unhygienischen Umgang mit Eis hinweisen. Aus unserer Erfahrung ist, dass ca. 10% der Proben, der Eisproben, die wir untersuchen, dass die positiv getestet werden auf einer dieser drei Hygieneparameter: Pseudomonas, Enterokokken, E. coli. Es deutet einfach darauf hin, dass das Hygienebewusstsein da nicht überall gelebt wird oder durchgesetzt wird. Eis als Lebensmittel. Vom Gesetz her gilt Nulltoleranz für diese drei heiklen Bakterien. Schon ein einziges Bakterium im Eis würde sich beim Schmelzen schnell vermehren. Einem gesunden Menschen schadet dies nicht, aber Keime deuten auf mangelhafte Hygiene hin. So sammelt Kassensturz Eisproben. Ein Getränk und separat dazu Eis. Das bestellen die Testerinnen in der ganzen Deutschschweiz. Direkt vom Becher, ohne Berührung, kommt das Eis in sterile Säckchen, wird dicht verpackt. Die gekühlte Box sorgt dafür, dass sich die Keime auf dem Weg ins Labor nicht vermehren. Kassensturz sammelt Eisproben in diesen Restaurants, Badis, Fastfood-Restaurants, Ausflugslokalen, an Autobahnraststätten, Tankstellen, im Spitalrestaurant und im Supermarkt. Auf dem schnellsten Weg gelangen die Proben ins zertifizierte Labor. Die Laborantin nimmt das Eis entgegen. Von jeder Eisprobe prüft sie die Eingangstemperatur und stellt damit sicher, dass die Kühlkette eingehalten wurde. Dann lässt sie das Eis fachgerecht auftauen. Dieser sterile Filter ist entscheidend. Wenn Keime im aufgetauten Eis sind, bleiben sie darauf hängen. Die Laborantin filtert von jeder Probe 100 Milliliter Wasser. Auf dieser Nährplatte vermehren sich allfällige Keime während der nächsten 48 Stunden im Inkubator. Die Herausforderungen im Umgang mit Eis sind für alle Restaurants dieselben. Die ganze Eismaschine muss keimfrei bleiben. Aber beim Umgang mit dem Eis lauern überall Bakterien. An den Händen, in der Luft, an der Schaufel. Der verbreitete Glaube, dass Keime bei Minustemperaturen absterben, ist ein Irrtum. Diese Bakteriengruppen, die überleben auch Minusgrade. Die können sich in diesem Milieu oder diesem Eis dann nicht vermehren. Aber sobald dieses Eis dann in ein Süßgetränk gegeben wird, in der Cola, dann wird es da so warm, dass sie sich eben vermehren können. Und dann sind da noch mehr drin wie im Eis selber. Bakterien überleben die minus 5 Grad ganz locker. Sogar bei minus 80 Grad können sie überleben oder überleben die Bakterien. Erst bei 100 Grad plus, beim Kochen im Wasser für mehrere Minuten, sterben dann die Bakterien ab. In mehreren Kassensturzproben findet das Labor Keime. Wie viel sind es? 13. Aber zuerst die gute Nachricht. Keine Keime im Eis. In diesen 25 Lokalen war das Eis einwandfrei hygienisch. Das heißt, hier hat das Personal das Eismanagement und die Hygiene im Griff.
anders diese Restaurants. Keime im Eis gefunden hat Kassensturz im alten Tramdepot in Bern. Dem Familienrestaurant Seegarten im Baselbieter Münchenstein, einem Mikrorestaurant. Und im Eis aus dem Landhus im solothurnischen Witterswil. Die Verantwortlichen der ersten beiden Restaurants betonen, dass bisher die unangemeldeten Hygienekontrollen einwandfrei gewesen seien. Man habe jetzt sofort die Abläufe überprüft, die Reinigungsintervalle erhöht und werde das Personal noch intensiver schulen. Eis zum Flaschenkühlen ist übrigens nicht dasselbe Eis wie Eis, das in die Getränke kommt. Diese Unterscheidung macht auch das Personal der Rieschänzli-Büvette. Nur steril hergestelltes Eis kommt ins Getränk. Und zwar Eis vom Profi. Der Profi hat abgeriegelte Systeme. Da ist gar kein Mensch mehr drin. Das läuft, das produziert einfach von allein. Der hat professionelle, also wir haben professionelle Wartung, aber bei dem geht es nochmal auf ein anderes Niveau raus. Und dort ist man einfach absolut sicher, dass man, wenn man versiegelte Beutel mit Eis kriegt, dass dann das Eis in einem einwandfreien Zustand ist. Kassensturz testete auch 4 Eissäcke von Profis. Tankstellen und Großverteiler verkaufen sie. Diese 3 Eissäcke waren hygienisch einwandfrei. In dieser Probe der Ice Factory Switzerland, gekauft im Microlino Terwil, fand das Labor eine Enterokokke. Belege, die Ice Factory Kassensturz vorgelegt hat, deuten darauf hin, dass das Bakterium außerhalb der Produktion in das Eis gelangt ist. In der Basler Rheinbüvette desinfiziert das Personal selbst das Glas für die Eisschaufel und trocknet es ab. Denn auch Trockenheit mögen Bakterien nicht. Alles, was mit dem Eis in Berührung kommt, wird hier so behandelt. Der Tipp für zu Hause: Einerseits ist es ein Tiefkühler selber. Da dürfen wir ruhig mal alle paar Monate vielleicht einmal enteisen und einfach das Ganze da rausholen. Einmal sauber abwaschen, desinfizieren und wieder anmachen. Und das andere, was man sicher machen kann, ist, dass man jedes Mal, wenn man die Form nimmt, wo das Eis drin ist, dass man dann die gut nicht wieder zurückstellt, sondern gut, zuerst gut auswäscht, die sicher trocknet, wenn man möchte, idealerweise nochmal desinfizieren und erst dann wieder mit Wasser befüllt und zurückstellt. Hygienisch einwandfreies Eis im Getränk. Keine Selbstverständlichkeit. Ice Factory, das ist der Hersteller von dem 5 Kilo Eissack, den wir im Migrolino gekauft haben, hat selber testen 3 weitere Säcke von der gleichen Charge. Resultat: Alle gesetzlichen Vorschriften, lässt man uns wissen, seien eingehalten. Und Ice Factory vermutet, dass kleine Löcher im Sack verantwortlich waren für die Verunreinigung.